Hallo. So, wir sind auf dem Holmweg und deswegen begrüße ich euch zu dem Video auf dem Weg nach Hause. Montag, mein erster Arbeitstag mit Frühschicht ist vorbei und weil ich weiß auch nicht, aber heute habe ich gefühlt irgendwie mehr Stress gehabt wie sonst eigentlich immer. Ganz geil beschreiben oder erklären oder sonst irgendwas. Bin auf jeden Fall gekommen, da sind die Maschinen gestanden. Das heißt, ich muss erst zwei Teile von der ersten Seite machen. Das heißt, ich muss die erste Seite bearbeiten, muss den Tisch dann drehen, die Teile rausholen, muss den Tisch nochmal oder dann die frische Rohlinge rein, dann den Tisch wieder drehen. Die Rohlinge zur ersten Seite bearbeite und auf der anderen Seite kann ich dann die erste Seite, was ich bearbeitet habe, dann einspannen und dann kann ich ganz normal mit der zweiten Seite weiterfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so erklärt habe, dass es nachvollziehbar ist. Letztendlich ist das so ein Faktor, der kostet Zeit. Weil in der Zeit bist du halt doch irgendwie an die Maschine gebunden und das nur mit zwei Zeller. Und dann bist du, dann verschiebt sich schon mal alles, sagen wir mal, eine halbe Stunde dahinter. Ja, keine Ahnung. Das ist eigentlich gut gelaufen heute. Im Großen und Ganzen. Ich habe dann auf einer Zelle drei Werkzeuge gehabt zum Wechseln, auf der anderen halt zwei gehabt. Dann ist mir auf der ersten Zelle, wo ich bloß zwei Werkzeuge gehabt habe, noch ein Werkzeug gebrochen. Weil da sind wir halt sogar schon zwei gebrochen. Also habe ich anstatt zwei vier gewechselt, auf der anderen Seite halt drei gewechselt. Das eure Werkzeug war die Oberfläche schlecht, die hat das halt dann auch gewechselt. Auch hier Werkzeug. Ja, gut, je nach Werkzeug muss dann halt dann ein Teil in QS bringen, dass die dann noch einzeln oder 3D-Messung macht. Nur noch ein Chargerwechsel gehabt. Ja, keine Ahnung. Also verhältnismäßig viel Stress gehabt. Vorteil ist, die Zeit ist schneller vergangen. Aber es war jetzt lang nicht der Stress wie in der Firma, wo ich vorher war. Da war ja permanent unter Dauerstrom. Und wenn jetzt sie der Hanna mal, keine Ahnung, ein bisschen langsamer schaffen wird und die mal ein paar Teile weniger macht, ich glaube, da wird kein Mensch irgendwas sagen. Das ist halt. Das ist halt echt ein riesen Vorteil. In der einen Maschine, wo ich, oder in der Firma, wo ich vorher war, an der Maschine, da habe ich eigentlich gemeint, das sei schon gar nicht schlecht. Da habe ich halt ganz normal produziert, die haben gar nicht, die haben da gar nie drauf geguckt, was die in der Gegensticht für Stückzahl machen. Die haben, keine Ahnung, die haben das nie verglichen. Und dann habe ich ja zwei Maschinen gehabt und dann habe ich noch eine dritte Maschine dazu gekriegt. Und da bin ich zum Meister gegangen und habe gesagt, das geht nicht, drei Maschinen, das ist mir eindeutig zu viel. Da haben wir da eine Diskussion gehabt. Und dann ist es nachher nicht mehr um die drei Maschinen gegangen, sondern dann ist es darum gegangen, dass ich zu langsam bin.
weil ich weniger Teile produziere wie die anderen. Weil ich denke, hä, ich produziere eigentlich eine gute Stückzahl. Und das, obwohl ich nur drei Maschinen habe und echt nur am Springen bin, hin und her und hin und her und hin und her und Rohrwechsel und da Wechsel und hier und da. Und ey, da war ich echt richtig, richtig im Stress. Dann hat er bloß gemeint, ja, meine Stückzahl ist zu wenig. Dann hat er natürlich die Zahl aus dem Computer rausgesucht. Wir geben dir am Abend immer die Stückzahl ein und die haben das ja, ich habe das ja nie verglichen, was die andere macht. Die andere Arbeitskollege, die haben tatsächlich echt mehr gemacht als wir. Aber ich war ja da fast ein Jahr dabei und zum Schluss habe ich mehr gemacht wie alle andere. Aber zum Schluss ist dann nachher auch die dritte Maschine irgendwann gestanden, dann habe ich zwei Maschinen gehabt. Und dann ist das nochmal was ganz anderes, wenn du dann nicht immer weglaufen musst, weil eure Maschine ist echt weiter weg wäre. Bis du da immer nachgelaufen bist. Gut, das war so eine kleinere CNC-Maschine, die hast gut eine Stunde alleine laufen lassen können. Dann hast du halt, also ich habe es nachher immer so gemacht, ich habe Schichtanfang, habe immer geguckt, welche Werkzeuge kommen heute in meiner Schicht. Und die Werkzeuge, wo in meiner Schicht kommen wären, die habe ich alle gleich Schichtanfang einmal Werkzeugwechsel gemacht, alle raus. Weil ich habe da kein, absolut keine Zeit dazu gehabt, der Maschine hinterher zum Laufen, zum Gucken, wenn man da Werkzeug wechseln muss. Das ist nicht gegangen. Das habe ich am Anfang halt auch gemacht. Am Anfang halt Maschine laufen lassen. Dann habe ich gleich die andere Maschine laufen lassen und dann habe ich gleich von Anfang an Stress gehabt. War nur am Hinher, Hinher, Hinher. Und zum Schluss bin ich dann hergegangen und habe dann erst die kleine CNC komplett fertig gemacht. Da habe ich dann eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht. Habe alle Werkzeuge gewechselt, habe Stangen geladen, habe alles fertig gemacht, dass die Maschine wie an dem Tag in Ruhe ist, dass ich bloß ab und zu mal ein Teil messen muss, Späne weg tue, Teile wegräumen, dass das halt letztendlich die Aufgabe war. Dann hat es nachher auch funktioniert. Dann sind die anderen zwei Maschinen zwar die erste Viertelstunde gestanden, aber dann habe ich nachher dafür für die Maschine mehr Zeit gehabt, dann habe ich da jetzt so oft weglaufen müssen. Ja, sei es drum, auf jeden Fall haben in der Firma halt echt, die haben echt wirklich den Arsch aufgerissen. Und hier auf dem Kanal, wenn ihr da jetzt mal ein halbes Jahr zurückgegangen, da müsstet nur alte Videos drauf sein von gerade von damals. Was für Stresszeit es damals war. Eigentlich ist für den ganzen Stress nur einer verantwortlich und das war der Meister, was mir da getan. Das ist. Jetzt kann ich es ja sagen, jetzt bin ich ja weg von der Firma, das ist so ein Arschloch quer. Das kann man sich echt nicht ausmalen. Ich bin jetzt an einer anderen Stelle, wo ich schnell was gucken will, weil hier gibt es irgendwo so Modell,
Jetzt hat er mir, ich will einfach mit. Das Mikrofon kann nicht neu. Ich weiß nicht, ob ich. Wenn jetzt das Mikrofon aussteckt, weiß ich jetzt nicht, ob das iPhone umstellt aufs normale Mikrofon. Probieren wir jetzt einfach aus. Wenn es geht, geht's. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Wenn bei hier so am Modell Rennstrecke hier auf C-Autos. Aber wo es da eine Zufahrt gibt, das weiß ich halt nicht. Aber so wie es aussieht, kommt man da auf jeden Fall rein. CC laufen. Ich hoffe mal, dass der Ton, dass ein Ton geht. Ich kann jetzt natürlich auch bloß nicht wechseln auf die andere Kamera. Aber hier sieht man auf jeden Fall schon mal eine Strecke. Wenn man da Mitglied werden will oder wenn man hier fahren will. Ob man hier einfach fahren darf. Irgendwie sieht die Strecke so ein bisschen aus, wie wenn sie nicht mehr sehr großartig gepflegt wird. Ja. Die ganze Strecke im Überblick. Es ist echt schade, dass mein iPhone während der Videoaufnahme in die Kamera wechseln kann. Was ist das Gefahren der Strecke? Ist nur mit Modellen im Maßstab 1 zu 10 oder kleiner erlaubt. Sieht auf eigenes Risiko. 1 zu 10. Oje, 1 zu 10 ist groß. Und das Auto, was sie gestellt haben, ist 1 zu 12. Ja, also. Das jetzt sich halt weiß, ob die Bahn eigentlich überhaupt noch in Betrieb ist. Wenn sie noch in Betrieb ist,
schlecht. Machen wir mal rum zum Heizen. Oder so irgendwo rumfahre, ist halt, ja. Klar, klar können wir aber im Wald Spaß haben. Oder sonst wo. Aber jetzt hatte ich meine Schuhe voll mit Dreck. Voll in so einem Matschloch reingesteckt. Ja, so sieht meine Schuhe aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob's auf dem Bild drauf war. Und die Schuhe wär's mir geil, aber ich will jetzt so wieder ins Auto einsteigen. Das finde ich eventuell nicht ganz so lustig. Jetzt halt nicht, was ihr seht. Oh. Scheiße. Ja. Das nächste Problem ist halt, wenn ich da herkommen will, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo da die Zufahrtsstraße ist. Jetzt stand ich gerade. Dass wenn jetzt so runterlaufe, dass man sie durch die Haut. Das ist doch sehr, sehr unwegsam ist. So, und jetzt hoffe ich, dass der Ton von meinem Mikrofon gleich wieder geht. Hallo, Test. Bringt mir nichts. Ich sehe keinen Audio-Pegel am Handy. Ich kann es nur hoffen, weil sonst nehme ich das jetzt alles für Katze auf und erzähle irgendwas.